Hast du irgendwas, Stefan? Ich meine, hast du schon ein bisschen rausgehört? Klar, ich habe halt insgesamt ein riesen Essensthema, weil ich eigentlich immer auf Reisen bin und kein normales Leben führe. Also ich kann mir keine Tupperboxe. Ich bin halt immer unterwegs und meistens ist ein Termin ein Mittagessen und ein Geschäftstermin noch ein Abendessen. Da du ja die finanziellen Mittel hast, dich gesund zu ernähren, wäre das jetzt fatal zu sagen, naja gut, du arme Sau, du hast lauter Geschäftsgespräche und da muss man halt dann solche Sachen essen, was nicht gut tun. Deine Baustelle kennst du. Nee. Deine Baustelle ist, die Entscheidung zu treffen, was ich esse. Du sollst ja nicht hungern und hungern dabei sitzen beim Geschäftsessen, das macht ja keinen Sinn. Er kann essen, aber er muss jetzt richtig raussuchen. Aber du hast halt ein soziales Umfeld, wo halt sehr viele Menschen sind, die Luxusmenschen sind, genießen. So, und da gehört halt immer zum Essen dazu, Wein dazu. Da gehört natürlich auch immer viel Essen dazu und da gehört natürlich auch eine gewisse Bewegungsarmut dazu. Weil du hast natürlich Baustellen an Bewegung, wenn man deine Bewegung hört, was du schon machst. Du spielst ja Tennis. Was machst du noch? Golfen. Golf spielst du auch noch. Für alle, die jetzt gerade lachen, wenn man 18 Loch läuft, das ist schon eine ordentliche Portion. Wenn man dann noch ein paar Kilo mit sich rumschleppt und dann jeden Schlag zweimal üben muss, werden schon ein paar Kalorien verbrannt. So ist das nicht. Aber im Gegenzug ist bei ihm natürlich so, dass er im Essverhalten, deswegen gucke ich auch ganz genau, was jemand isst. Und wenn man jetzt den Stefan anguckt, was er am ersten Tag zum Frühstück gegessen hat, war das schon sehr kalorienreich. Auch wenn jetzt nicht unbedingt Brötchen dabei waren, aber da war die Wurst dabei, da war der Käse dabei, da war auch das dabei. Und wenn man Stefan beobachtet, hat er schöne kleine Schüsselchen gehabt und hat sich schön alles hingerichtet. Und zwar einmal geholt und sich dann hingesetzt. Nicht mehr aufstehen, ist alles schon da. So, und auch da kannst du sicherlich dran arbeiten, weil du hast eine gewisse Vorstellung, wie ein Frühstück aussehen muss. So. Und das ist für dich, damit belohne ich mich, damit geht mir es gut. Wenn ich das habe, geht mir es gut. Wenn ich ein schönes, mit Freunden ein großes Mittagessen habe, wir sitzen in einer großen Tafelrunde, wir trinken uns Wein, dadurch geht mir es gut. Wenn ich abends am Tisch sitze und mit allen gemeinsam esse, damit geht mir es gut. Das ist seine Definition von seinem Lebensluxus. Nur kann er natürlich auch umdrehen. Er kann es komplett umdrehen, weil die Frage ist, generiert er tatsächlich einen Lebensluxus mit der Verhaltensweise? Nein, ganz klar nein, weil man weiß ganz genau, dass ab einer gewissen Gewichtsbelastung Krankheitsbilder entstehen können. Die sind nicht von heute auf morgen da, sondern es bildet sich langsam und dann kommt irgendwas rote Kärtchen, da steht man davor, ah gut, okay, Blutdruck viel zu hoch, Cholesterinwert zu hoch. Ja, und dann muss man dann mit einem Verhaltensweisen, was man sich 30 Jahre angewöhnt hat, umändern. Leider warten wir natürlich immer erst, bis es weh tut und fangen dann, wenn es richtig weh tut, an zu ändern. Bei dir ist auch so, die Milliardengeschichte, was ich erzählt habe, und dieses Rennpferd, das kannst du dir immer wieder vor Augen halten. Und dann natürlich auch mal drüber nachdenken, welche Verantwortung du hast. Wenn man schaufelt und man steht 1,80 Meter tiefer und einen Deckel auf dem Kopf, interessiert es denjenigen nicht mehr. Aber die anderen außenrum haben dann das Problem damit. Und deswegen auch, ich sage immer, man hat eine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen, gegenüber seinen Menschen, die man auch sehr lieb hat, seinen Eltern, wenn man Kinder hat, seiner Frau. Und wenn man halt dann solche Szenarien hat und sich nicht um sich selber kümmert und das alles so laufen lässt, gibt man auch ein Stück mit Verantwortung aus der Hand. Und so, nach mir das Sinnflut. Und wissen, wie es geht, weißt du. Ist ja nicht so, dass du es nicht weißt. Du hast ja schon abgenommen. Ja, du pendelst natürlich immer wieder nach oben. Die Frage ist, inwieweit dir dein, also bei ihm gehört natürlich ganz klar dazu, das Wörtchen D mit Disziplin, weil er natürlich immer im sozialen Umfeld ist, wo die ganzen Menschen, die bei dir sind, in der Nähe sind, haben allen Genussverhalten und Belohnungsverhalten. Und da bist du drin. Und da derjenige zu sein und sagen, nein, ich trinke jetzt ein Glas Wein und keine drei oder vier oder fünf Gläser Wein, die anderen trinken aber weiter, ist halt die Herausforderung. Und da ist halt die Frage, inwieweit man in so einem sozialen Umfeld, wenn man das weiterhin um sich hat, ob man das auch wirklich realisieren kann. Oder ob man sich Gedanken machen muss, ob dieses Umfeld passend ist. Das ist eine schwierige Entscheidung, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Die meisten Menschen, die übergewichtig sind, auch stark übergewichtig sind, wenn man dann den Umkreis anguckt, stellt man fest, bei denen 70-80% das gleiche Muster haben, auch das gleiche Verhaltensmuster. Und somit ist halt die Frage, schaffe ich es wirklich, wenn das soziale Umfeld weiterhin so gleich bleibt, überhaupt aus diesem rauszukommen? Oder muss ich mir ganz große Gedanken machen, mein soziales Umfeld zu ändern? Will ich das überhaupt? Das ist da die Herausforderung. Weil in so einem Umfeld weiterhin, das gleiche, wenn du mit Leuten zusammen bist, die nur Sport betreiben. Und du treibst keinen Sport, bist du nicht lang bei ihnen. Oder du treibst Sport.
bist du im sozialen Umfeld, wo sie alle Genuss essen, jeder Wein isst, du trinkst auf einmal keinen Wein mehr und du isst nicht mehr. Wie lange bist du noch mit dabei? Nimmer lang. Dann fliegst du raus aus der Sippschaft. Und so ist aber die Frage, welche Entscheidung muss ich treffen, um dahin zu kommen? Ist es die Entscheidung, alleine zu sagen, jetzt bin ich mal in einer Gruppe, die Sport macht, die infiziert mich so arg, wie lange infiziert die mich? Wie viele Tage? Für 3? Danach bin ich wieder im alten Verhaltensmuster. Und da heißt es natürlich, ganz klare Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist, will ich das? Ist das Warum groß genug? Das ist deine Herausforderung, Stefan. Als Coach, wenn ich als Coach, ich könnte dir einen Ernährungsplan machen, einen Trainingsplan machen, das Beste, was es auf dieser Welt gibt, 28.000 Mal wissenschaftlich abgesichert. Ob das funktioniert, ist die große Frage. Es liegt am Plan. Du, bisher habe ich die Ziele ja erreicht gehabt. Ja, aber wie du sagst, das war dann immer das Rückfall, geschäftlich bedingt. Und das mit den Belohnungen ist definitiv auch so ein Thema. Ja, jetzt hast du den ganzen Tag Calls gehabt und jetzt bin ich. Boah, jetzt hast du so gut abgeliefert. Jetzt haben wir was verdient, was zu essen. So, und das steckt drin. Das ist ein Verhaltensmuster, das sich angewöhnt. Das ist eine Verhaltensstruktur, die kriegt dann immer raus. Die ist da. Aber viel ist auch so, guck mal, die ganzen Leute um dich rum sind alle ähnlich. Ja, das stimmt. Und somit ist die Frage, wie kommt er raus aus diesem Dilemma? Hilft da ein Trainingsplan von mir, hilft da ein Ernährungsplan von mir? Nein. Der kann nur wirken, wenn du den Schalter umlegst. Es gibt Menschen, die können das, die kriegen diese Gratwanderung hin, trotzdem in der Siebschaft zu bleiben, aber ihr Ding durchzuziehen. Aber das ist richtig sauschwer, wenn man ganz klar strukturiert denkt, dann sagt man, müsste jetzt das soziale Umfeld ändern in seinem Falle, um da rauszukommen. Weil was musst du dir anhören, wenn du anfängst, dich gesund zu ernähren? Ich war eigentlich positiv überrascht. Ich habe jetzt 2 Wochen keinen Alkohol getrunken und bei der letzten Golfrunde gab es eher Lob. Ich habe gesagt, ich trinke jetzt mal eine Zeit lang keinen Alkohol. Bleibt es dann so der Lob oder kommt irgendwann nicht die Hilei? Das habe ich eben mir überlegt, das weiß ich in der einen oder anderen Sippschaft noch nicht. Ja. In der Regel passiert Folgendes. Wenn du das machst und du bist der Einzige, der das tut in der Sippschaft, dann kommen die Sticheleien. Ja, sag mal, wie lange willst du das noch machen? Ist es gesund, was du da machst? Außer es gibt die richtigen Ergebnisse. Ich denk, dann fangen sie an zu fragen, genau, wie es geht. Aber es ist nur lange nicht dann auch gewährt, dass die es dann alle machen. Aber wenn du dich ändern willst, wenn du dein Lifestyle ändern willst und deine Gesundheit ändern willst, dann hilft es auch ganz klar, wenn du dich klar entscheidest, dass ich mir auch eine neue Art von Sippschaft suchen muss. Menschen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen in dem Moment. Da ist der Erfolgsgarant viel, viel höher, als wenn ich in einem Sippschaft bleibe. Die Frage ist, will ich das? Das heißt, ich muss in dem Moment eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist nicht lustig. Also ich bin in meinem Bekanntenkreis nicht der gern gesehene Partygast. Ja, weil ich das nicht mache, was die anderen machen. Aber die Entscheidung habe ich mal irgendwann getroffen und ich bin nicht unglücklich drüber. Ich bin nicht unglücklich drüber. Weil ich viele Dinge, wenn ich jetzt natürlich spiegel und meine Restkollegen sehen, die auch 53 sind, dann war die Entscheidung ganz gut, dass ich die so getroffen habe, dass es so ist, wie sie ist. Bei mir ist es so, was ich jetzt auch gemerkt habe, im Freundeskreis, bei mir ist es tatsächlich so, die Menschen, mit denen ich mich jetzt drüber treffe und mit denen ich mich auch austausche, auch geistig, wo ich sage, ich führe mit denen ein gutes Gespräch, sind meistens Leute, die auch Sport machen. Jetzt schauen die über mich am Samstag, den Abend vor Sonntag, bevor wir hergefahren sind, waren wir nicht auf dem Geburtstag. Und da war es aber so, wir wussten, okay, wir trinken, ein Kumpel hat Geburtstag, der trinkt nicht oft, der darf mal raus, hat 2 Kinder, Frau hat ihn gehen lassen und wir haben dann gesagt, dann Vollgas. Wollen wir heute trinken? Und dann wissen wir aber, wir trinken schon mal keine Cocktails, weil wir trinken alle keinen Zucker. Mhm. Was machen wir? Wir trinken alle gern Whisky, gut, trinken wir Whisky. Und dann holen uns aber dann eine gute Flasche. Aber bevor es losging, haben wir gesagt, hey, man muss das vorher schon mal bestrafen mit Sport, weil Sonntag früh zu machen, ist ja blöd. Ne? Und dann sind wir alle trainieren gegangen, sind auf dem Outdoorplatz, sind dann auf dem Trimmlichtpfad in Karlsruhe, waren ordentlich laufen, haben Klimmzüge, Liegestütze etc. gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir uns wenigstens bewegt, jetzt haben wir die Strafe im Voraus, jetzt tun wir was trinken. Das war eine präventive Maßnahme. War aber ganz witzig, weil wir hatten einen Haufen Spaß dabei. Also diese Bestrafung jetzt am nächsten Tag, ist irgendwie ein Katertraining zu machen. Es gibt jetzt ganz viele Menschen, die würden jetzt sagen, ihr habt nur eine Tasse im Schrank. Gibt es Menschen. Ich persönlich sage, das ist eine gute Strategie. Es ist keine schlechte Strategie. Viele Menschen sagen draußen, sag mal, seid ihr bekloppt, um was kümmert ihr euch überhaupt? Aber wenn das für dich die Lösung ist, zu sagen, präventiv Sport betreiben, Kalorien abbauen, Spaß dabei haben, jetzt keine Zwangshandlung ist, dann ist es wunderbar. Oft, aber wenn, dann will man es auch genießen. Geht bei mir genauso. Ja, dann trainieren wir was Sonntag bestimmt eh nicht. Normalerweise wäre Sonntag Trainingstag gewesen, ich wusste, ich fahre hierher. Die anderen trainieren auch sonntags und eher samstags nicht. Dann trainieren wir einfach heute.
Das ist, wenn ihr dabei Spaß habt dabei und wenn sowas keine Zwangshandlung ist, immer wichtig, dass keine Zwangshandlung wird. Super, besser geht's gar nicht. Ja, wenn das witzige Spaß dabei habt, super. Erster Shot. Zweiter Shot. Ja, als sehr, sehr geil. Also bin ich voll bei dir. Das hört sich für mich sehr entspannt an. Aber es war ja dann auch witzig. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja. Es hat auch Spaß gemacht. Super, da bist du in der richtigen Sippschaft, die gleiche Interessen hat, genauso funktioniert und da kommst du auch weiter. Der blockiert dich keiner, dich wird von denen keiner blockieren. Der wird keinen sagen, lass den Scheiß jetzt kommen, sondern wird sagen, machen wir gemeinsam. Ja. Spaß dabei gehabt, super. Wenn jetzt jemand hier drin sitzt, der ist mit dem nichts zu tun, der sagt, die haben meine Tasse im Schrank, was machen denn die da eigentlich? Wenn es für dich. So sieht das, sich dafür entscheiden.